Also, in diesem Lernprogramm erfahren Sie, wie Sie die Pfeile wechseln, die Kabine verlassen und den Zug zu gehen. Na, gucken wir nochmal. Nitro Simulator 19. Wenn Sie lernen, den Zug in eine Sackgasse zu bringen, nach diesem Tutorial wissen Sie, wie Sie den Zug verlassen, Pfeile verwenden und die Kabine wechseln. Jetzt sind wir auf der ersten Spur am Bahnhof Ramenki. Unsere Aufgabe ist es, den Zug zu wenden und zum zweiten Gleis zu gelangen. Lassen Sie uns zunächst einige Standardaktionen ausführen, um den Zug in Bewegung zu setzen. Schalten Sie die Batterie ein, stellen Sie den Rückwärtsschalter auf Vorwärts. Das kennen wir ja mittlerweile, das ist hier. Aha, nein. Die ist raus haben hier. Bitte. Wo ist das Spiel? Da. So, jetzt sind wir da. So, erst löscht das da drücken. Dann Batterie. So, jetzt den Spalter nach vorne, genau. Hier kann die Spur zuvor vorbereitet werden. Alle Schalterpläne können sehr so angestellt werden, dass sie ohne weitere Aktionen in eine Sackgasse geraten können. Jetzt müssen wir selbst machen. Fahren Sie zunächst etwas näher an die nächste Ampel. Oder als nächstes Signal. Jetzt haben Sie den ersten Schalterfläche vor sich. Die Fallrichtung ist grün markiert. Sie müssen in eine andere Richtung umschalten. Bis zur Sackgasse. Manchmal müssen Sie einige weitere Pfeile wechseln. Okay. Gut. Dann fahren wir langsam weiter. So, dann stoppen wir mal den Zug. Und der wäre da. Müssen wir das natürlich auf neutrale Position packen, sonst. Wir kommen mit der Endtaste, okay. So, so, wir Enter. Wo die Maus dafür? Oh, guck mal hier, hier kommen wir glaube ich gar nicht raus. Irgendwo hier. Dum 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 dum. Und wieder endet oben. Gut, perfekt. Dann gehen wir das wieder nach vorne.
Ja, dann fahren wir in den Bahnhof ein. Ob das gut geht. So, wo ist der Fahrer, der den Zug hier gleich annimmt? Na gut, lassen wir die Bahn hier gleich alleine stehen. Abschließen. Gut, meine Damen und Herren, das tut mir sehr leid. Ich habe hier Feierabend. Vielen Dank fürs Zuschauen und genau, bis zum nächsten Mal. Für Lienchen.